Und ich fühle jetzt dieses Turnier hier und dieses Set. Und jetzt die beiden Bros mir hier anzuschauen. Takeo gegen NS, Alter. Let's go. So, schnell noch hier die Namen eintragen. Oh. Der Takeo bleibt bei seiner Foreign. Diesmal gegen NS mit seinem klassischen Ding. Ich denke, das dürfte auch ganz gut für Takeo klappen. Matchup scheint jetzt nicht mehr allzu schrecklich zu sein für Foreign. Der denkt sich, mein Bro ist free, Mann, für den reicht mein Secondary. Spaß, Mann, ja. Spaß. Oh, das gibt Spaß, ne? Was? Ich hab nichts gesagt, ich hab nur gesagt Spaß. Stimmt doch. Jetzt mach mal nicht diesen hier. Ich glaube, ganz oft ist es gar nicht. Also ich glaube, so oft wie die beiden spielen, wird das wahrscheinlich auch einfach so eine Sache sein, dass der andere genau weiß, wie der andere spielt. Also ich kann mir vorstellen, dass Takeo genau den Playstyle von NS kennt, man, so oft wie der schon gegen den gespielt hat. Das. Oh, geht das vielleicht noch nicht. Oh. So stark ist der Pinkick dann doch nicht. Ja, das ist dann der Unterschied zu Smash 4, Mann. Die sind doch in Real Life, Bruder, genau. Das war jetzt keine Metapher. Ja. Oh! Was? What the fuck? Hä? Woran lag das? Zu spät oder wegen der Hurtbox, dass die da tiefer ist? Ich glaube, das könnte sein, dass die einfach zu flach da lagen. Weil das müsste auch eigentlich extrem einfach, also wirklich absurd einfach zu timen sein. Ja. Also vielleicht doch so. Top Tier, weil die solche Privilegien hat. Also du hast da locker 10. Shit. 10 oder mehr Frames, die du Spielraum hast, die du zu spät machen kannst wahrscheinlich. Ja, also, ey, alle fragen im Chat, ob das wirklich Brüder sind. Jungs, das sind wirklich Brüder, Mann. Ich glaube hier keine Scheiße, Mann. Also es gibt Leute, die haben dieselben Eltern. Das kommt vor im Leben. Und die können sogar beide Smash spielen. Kann passieren. Das ist keine Unmöglichkeit, Lücken. Also ich habe es den beiden übrigens angeboten, offline zu spielen. Aber die meinten, wir spielen das so wie alle, damit du das auch streamen kannst. Was ich actually nice finde, sonst hätten wir das halt gar nicht sehen können. Ich mach mal nach, wer jetzt die genaue Zahl ist, damit NS voll shamen kann. Oh, was? Ey, aber NS stellt sich richtig, richtig gut an, Mann. So, Takeo jetzt endlich den ersten Stock von NS bekommen. Der chillt da noch ein bisschen auf der Plattform. Der hat, glaube ich, die Zeit gesehen. 4 Minuten, Mann. Ja, also er hat da 18 Frames für den Up-B und der Up-B-Frame sieht man so. Ich zweifle hart, dass er den eben verkackt hat. So schlecht sind selbst die beiden Brüder nicht. Was heißt hier so schlecht? die beiden sind mit die besten Spieler hier. Oh. Ah, will dir die Downer und den irgendwie spiken, ja, aber. Der hat zu viel Doom Spiken und glaube ich. Downer Tipps. Takeo sagt immer, dass Corin Back eher sein Lieblingsmove ist im ganzen Spiel. Ja, das glaube ich dem. Das ist ein Move, der praktisch das Spiel für dich spielt. Der muss dir nicht mal spacen, der tut sich selbst weg. Ja, aber das macht Rob Back ja auch. Aber ich glaube trotzdem, dass ihm Ike mehr noch viel besser gefällt. Aber NS macht das echt richtig gut! Und weggesniped, den Double Jump hart erkannt. Takeo hatte da nicht Geduld zu warten und später zu Double Jumpen. Das hat richtig schön rein. Ey. War ja auch nicht super viel Spielraum da hat. Der hätte, glaube ich, einen Test wollen müssen, der nicht
gesniped zu werden. Ja, das war. Er war da echt richtig schlechter Winkel für ihn. Krass, NS 1-0 in Führung. Ich frag mich immer noch, ob Takeo irgendwann auf Ike gehen wird. Oder ob er bei Corrin bleiben wird. Takeo, Mann, wie wichtig sind dir die, was, wie viel haben wir jetzt? Ich glaube, wir haben die 40 Dollar dank Killik sogar zusammen. Ich muss die hier noch reinballern. Ich muss das nur leider übers Handy machen. Mache ich jetzt gleich mal zwischen dem Set, was danach kommt. Ey, stimmt, da ist der Ike. Gut, dass du es ansprichst, Kekrim. Und ich. Ja, hat er gemerkt, dass Corrin da nicht genug ist. Mal sehen, ob Ike da besser läuft. Aber ich freue mich, den Ike zu sehen, Mann. Ich guck Takeos Ike echt richtig gerne, Mann. Eben hieß es noch, näher dies, näher das. Ja, das stimmt, aber. Sieht trotzdem cool aus, der Move, Mann. Not gonna lie, so, ne? Oh, das war eigentlich Frame Trap. Habe ich letztens bei Yes on Stream gelernt. Schön, dass du auch warst, Leon. Ja, ich. Da rollt ja schön durch. Man nennt mich der Lernende. Oh, okay. Der kommt dann wieder nicht mit. Kommt noch safe davon. Jetzt ist er endlich raus aus diesen sechs Situationen. Und jetzt. Mehr Neutral spielen, vielleicht ein Up-Tilt oder so landen, genau den. Nur halt, dass er auch den Gegner berührt. Oh, Dash Attack, und ja. Und damit der Dash Attack holt er nicht den ersten Stock. Ja, das macht er richtig gerne. Oh, ja, der was? Auch. Ja, okay, ja, die machen scheinbar beide gerne Dash Attack und näher, also ja. Einfach der gleiche Charakter. Ja. Nur mit einer anderen Mütze. Der da. Der in der Ledge, wie sieht Theos Ledge Guarding aus? Ich meine, Ledge Tracking. Nicht so sauber als die Antwort. Alter, ist das gerade so. Oh, krass, actually. Was war das? Hast du gesehen? Nee. Was ist passiert? Auf die rechte Plattform geflogen, hat nicht getaggt und das war dann einfach eine perfekte Situation für Tag Chase. Und dann hat NS einfach die Bombe auf die andere Plattform. Ach so, ja, okay, doch. Einmal nach links. Das hab ich gesehen. Ja, das war. Oh, ja, okay, was? Aber trotzdem natürlich den Stock geholt, also nicht komplett schrecklich für ihn, die Situation. Ja, er läuft einfach mutig auf ihn zu, grabt ihn und macht dann Absmash. Das ist ja nicht endlich der Stand von diesem Smash-Shift. Oh, näher ab er, killt aber noch der nicht. Der Fall war echt schlecht verlegt. Die Dash Attack aber. Die Dash Attack regelt mal wieder. Deswegen kriegt er jetzt was aus dem Schwertwerk hier raus, er ist bei 0%. Ja, das ist also, ein bisschen mehr Pressure. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Link hat doch schon genug Projektile, Mann. Warum kriegt er dann bei 0% noch eins? Ja, aber es ist genauso wie in den Spielen. Ja, das interessiert mich in dem Moment dann ziemlich wenig. Ja, Tito. Einfach Bombe, Boomerang. Und vor allem, die haben sich gedacht, Pfeil und noch dieses Schwert. Er hat nicht nur genug, nicht genug Projektile, er hat nicht genug Hits auf seinem Netzwerk. Das reicht, dass er zwei Hits sind. Er braucht noch einen dritten. Er muss die Schilde einfach one-shotten. Und jetzt hat sich das Blatt schon ziemlich schnell gewendet. Also, Takeos zwar noch hinten, aber einen guten hier Ladder Confirm und das war's. Ich glaube, NS Guy hat gerade so ein bisschen auf die Abi out of Shield. Er bewegt sich auch ziemlich gefährlich da oh, um die Plattform rum. Also, Up-Tilt! Das ist praktisch genau die Position, von der. Takeo und Comeback machen könnte.
Und F-Tilt. Und das war's. Punished. Oh, was? Krass, Alter. 2-0. Ich hab gar nicht so viel aufgenommen, Mann. So ein Scheiß, Mann. Ich hab das voll vergessen, Mann. Es war so übel spannend die ganze Zeit, Mann. Ich hab das gerade voll vergessen, halt. Scheiße, Mann. Ich bin ein schlechter Streamer. Es tut mir leid, Leute, aber... Ey, krass. NS holt das 2-0.